Guten Tag. Hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir gehen jetzt ins Spielzimmer. Und gehen wir ins Spielzimmer. Mal gucken, was jetzt im Spielzimmer abgeht, Leute. So, dann gehen wir mal ins Spielzimmer. Alter Schwede, gehen wir mal ins Spielzimmer. Verschlossen. Natürlich. Regis, ich will diese Tür lieber nicht einschlagen. Würdest du... Danke. Zu Diensten. Grabesstille. Keiner da. Wir sollten uns wenigstens mal umsehen. Okay, dann guck mal, untersuchen wir. Holzente. Jemand hat hier die Flügel abgebrochen. Ziemlich abgenutzt. Ist wohl viel im Einsatz gewesen. Schöne Melodie. Ja, wirklich. Schade, dass der Mechanismus kaputt ist. Spielzeuggeschirr und Stofftiere. Niedlich. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich kann die Dinger nicht. Ein Zinnsoldat. Dann öffnen wir mal die Tür. Verschlossen. Nichts unterm Teppich. Was hast du erwartet? Abgesehen vom Staub, den faule Zimmermädchen runtergeschoben haben. Ah, da hinten ist ja noch was. Ein Tagebuch. Was zum... Ein Notizbuch. Eigentum von Isabelle de Roquefort, Hofgouvernante. Die Aufzeichnung von Siannas und Anna Henriettas Kinderfrau, als sie noch klein waren. Keine Ahnung, ob die nützlich sind, aber es kann wohl nicht schaden, mal hineinzusehen. Ich gab den Mädchen heute eine Lektion Nilfgaardisch. Siana gibt sich Mühe, aber das Vokabellernen fällt ihr schwer. Anna Rietta ist begabter, allerdings auch impertinenter. Als sie mich außer Hörweite glaubte, bezeichnete sie mich als bloede Kusse. Siana und sie wären bald erstickt vor Lachen. Bloede ist klar, aber was heißt Kusse? In der melodiösen Sprache unserer nicht allzu freundlichen südlichen Anrainer bezeichnet dieser Begriff die vielblättrige Blüte in jenem Bereich, den wir so schnöde als Schrift. Ach Gott, eieie, der Geralt, aller Schwed. So, jetzt nehmen wir das nächste. Heute sind die Magier der Kammer eingetroffen, um Siana zu untersuchen. Ich weiß nicht, welche Schlüsse sie gezogen haben, aber der gnädige Herr ist gar nicht mehr er selbst. Fluch der schwarzen Sonne. Zweifellos wurden damals die Symptome diagnostiziert. Jedenfalls dachten sie das. Weiter. Ich wagte den Herzog zu fragen... Scheiße, nicht schön das, oh Mann. Alter, mit der ist er heftig von Syrena, Alter. Dieser heftig, finde ich heute. Heute begleitete ich die Mädchen zum ersten Mal in das Land der tausend Märchen, wo wir den halben Tag verbrachten.
Zuerst spielten wir mit Däumelinchen, dann mit Barbarossa, der für einen Briganten und Piraten recht galant war. Allmählich scheint mir, dass Isabelle de Roquefort unter potenten Halluzinogenen stand, wenn sie etwas hier hineinschrieb. Cannabis rudelaris vielleicht. Psst, unterbrich mich nicht. Ich ziehe die Haube vor Meister Artorius Vigo angesichts seiner Errungenschaften. In den arkanen Künsten sucht er seinesgleichen. Halt! Artorius war hier der Hofmagier und Spezialist für Illusionen. Das heißt... Regis, zum letzten Mal. Halt den Schnabel, sonst gehst du in die Ecke. Die Mädchen sagen, wenn ich je alleine hingehen möchte, soll ich nur das Land der tausend Märchen aufschlagen und Expecto Ludum sagen. Ein Buch als Schlüssel zu einer Illusion. Stimmt, das ist echt schön, finde ich, was hier so abgeht. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Ich muss bemerken, dass sie sich nicht gerade wie künftige Damen betragen. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Anna Henrietta schlug zuerst zu. Siana gab ihr mit gleicher Münze heraus. Als ich sie trennen konnte, hatte Anna Rieta schon 2 Zähne eingebüßt. Sie lief zu ihren Eltern. Der gnädige Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören. Er gab Siana die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anna Rieta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern. Aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich. Stimmt, Leute, das ist echt traurig, dass das passiert ist. Und jetzt gucken wir mal, was das letzte Eintrag vom Tagebuch zu lesen ist. Siana hat mir heute ein Bild geschenkt. Niedlich. Darauf waren frisch enthauptete Leichen in ihrem Blute zu sehen. Eigentlich doch nicht so niedlich. Ich fragte, warum sie solche Sachen malt. Das Edelfräulein gab zurück, solche Albträume habe es, seit es denken könne. Es stimmt, dass Siana jede Nacht schreiend erwacht, es sei denn, sie schläft bei Anna Rieta. Der Fluch der schwarzen Sonne. Angeblich haben betroffene Mädchen schreckliche... Oha, jetzt Leute, aber genug mit dem Tagebuch. Wir haben schon viel rausgefunden, was hier passiert. Mag abenteuerlich anmuten, aber was, wenn Anna Henrietta Siana in diese Illusion gebannt hat? Das ist nicht unmöglich. Dort wäre sie sicher gewesen. Und allein. Mal sehen. Wo ist dieses Buch? Schöne Melodie. Ja, wirklich. Schade, dass der Mechanismus kaputt ist. Sieh da, ein Schlüssel hinter einem Bild. Aber erst müssen wir mal den Schlüssel, das Buch finden, Leute. Machen wir erstmal die, gucken wir erstmal die Tür zumachen. Ah, geht doch nicht. Ist da was drin? Nein, nichts. Okay, wir brauchen das Buch. Vielleicht habe ich das Buch schon im Ding gehabt. Mal schauen wir mal. Gehen wir erstmal wieder hoch. Weil ich sehe das Buch hier im Mund nicht. Vielleicht haben wir das Buch schon im Inventar. Kann sein, Leute. Öle, verzehrbares. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir das Buch. Ah, da ist es ja. Das ist Tagebuch. Okay, das ist nur das Tagebuch. Hm.
Jetzt müssen wir das Buch finden, Leute, nochmal. Hoffentlich finde ich das Buch, weil wir haben ein Buch gehabt, aber ich weiß nicht, ob das das Buch war. Nein. Wir haben ein Buch gehabt. Vielleicht müssen wir doch durch die Tür, Leute. Aber ich würde sagen, wir speichern erstmal sicherheitshalber. Und dann schauen wir einfach mal, was so abgeht hier in dem Spiel. Dann untersuchen wir mal. Ah, da ist er, Leute. Ist es das? Mal sehen. Hä, was? Wow, Regis? Regis? Landet Wow, wir uns sind da nicht. drin, Leute. Wow. Unglaublich. Mal sehen, wo der Weg hinführt. Das Auge von Nehalini dreht durch. Das ganze Land ist eine Illusion, aber so mächtig, dass sie nicht aufgelöst werden kann. So Leute, aber ich würde sagen, wir speichern jetzt Das klingt erstmal wieder. interessant. Alter, was geht denn hier ab, Alter? Wo sind wir denn hier gelandet, Leute? Junge, Junge. Alter, was für ein schönes Spiel jetzt, Leute. Das soll ein Spielplatz für zwei kleine Mädchen sein? Da stimmt doch was nicht.
Alter Schwede, das ist echt schön, finde ich. So, Leute. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch kurz meditieren können, eine Stunde. So, Leute, jetzt haben wir es verloren. Alter, was geht denn hier ab, Leute? Sind wir in einer Märchengeschichte oder so? Irgendwie, Alter. Nicht schlecht, Leute. Echt schön, Leute, was jetzt passiert, Alter. Wer ist das? Ein verirrter Reisender? Du solltest nicht hier sein, mein Bester. Puh, du bist aber alt und blech. Naja, keine Sorge. Ein bisschen Butter, ein paar Gewürze und aus dir wird eine mürbe Köstlichkeit. Gleich, wenn ich dich gefangen habe. Ja, wir haben gewonnen, Leute. Was zum Teufel war das? Die Knusperhexe. Von der hast du doch schon gehört. Also, wohin hat sie den Schlüssel getan? Hör mal, wo hast du die Waffe her? Sie gehörte dem Märchenprinzen. Er braucht sie nicht mehr. Ah, da ist er. Danke. Sie hätte mich gebacken, wenn du mich nicht... Sianna? Bist du das? Ist eine Weile her, Hans. Bist du zum Spielen hier? Nein, ich will nur deine Bohnen. Entspann dich. Bohnen? Bohnen? Was für Bohnen? Jetzt stör mal nicht. Also, Hans... Wo sind sie? Sianna, es tut mir leid. Ich hab sie nicht. Oh, mir ist, als würdest du lügen. Möchtest du doch die alten Spiele spielen? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Ich sage die Wahrheit. Ich schwöre. Anarietta hat befohlen, sie alle zu vergraben, damit du nicht wegkommst. Und wo? Weiß ich nicht. Aber Jost, der Wolfsjunge, der müsste es wissen. Der steckt die Nase doch in alles. Ich hoffe, er weiß es. Wenn nicht, dann finde ich dich und rede ein ernstes Wort mit dir. Verstanden? Jetzt. Also schön. Was willst du hier? Ich bin hier, um dich zu befreien. Freundlich von dir, aber Zeitverschwendung. Ich befreie mich selbst. Vielleicht, vielleicht nicht.
Mit meiner Hilfe würdest du dich leichter tun. Das hast du ja gerade gesehen. Hm. Und du hast noch nicht erklärt, was ich dich schere. Detlaff. Er will Anna Henrietta zwingen, dich freizulassen. Er lässt Beauclair von Vampiren angreifen. Klingt ganz nach Detlaff. Aber du bist doch nicht zum Tratschen hierher gekommen, oder? Komm zur Sache, bitte. Ist das nicht klar? Ich kämpfe an deiner Seite. Wir wollen dich beide hier rausbringen. Du, um deine Freiheit wiederzukriegen. Ich, weil das Chaos in der Stadt aufhört, sobald du dich mit Detlaff triffst. Du hast mich verraten. Wegen dir bin ich gefangen. Und jetzt willst du meine Hilfe? Das Leben steckt doch voller Überraschungen. Ich würde dir ja sagen, du sollst dich schicken. Aber wenn du die Wahrheit sagst, sterben Leute, die hiermit nichts zu tun haben. Das geht nicht. Detlaff sollte nur die umbringen, die es verdient haben. Sonst niemanden. Gut, Hexe. Ich nehme dein Angebot an. Wir sind Verbündete. Deine wow, Antwort. Was für ein schönes Spiel, Leute, jetzt gerade. Der Fluch der schwarzen Sonne. Wegen dem wurdest du verbannt, stimmt's? Mhm. Böse Prinzessinnen. Mutantinnen. Gewiss hast du von uns gehört. Eine habe ich schon getroffen. Renfri von Kreten. Und? War sie wirklich ein Monster? Grausam war sie jedenfalls. Weswegen? Ob es der Fluch war oder ihr Schicksal, das frage ich mich bis heute. Du hast sie getötet, nicht wahr? Ich hatte keine Wahl. Amüsant. Das hat oh mein Gott. Alter Schwede, das ist jetzt heftig. Jetzt machen wir mal. Was haben die Opfer eigentlich Detlaff getan? Das würde ich mich sehr interessieren, Leute. Da du davon sprichst, die Ritter, die Detlaff getötet hat, was haben sie dir angetan? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac Peyron. Daran werde ich nicht gerne erinnert. Aber du solltest es wohl erfahren. Als meine Eltern mich verstießen, befahlen sie diesen Rittern, mich aus dem Herzogtum zu eskortieren. Sie alle taten es, ohne ein einziges Wort zu meiner Verteidigung. Es war doch ein Befehl, wie du sagst. Mhm. Aber Crespi hatte keinen Befehl, mich beim ersten Fluchtversuch mit einer Pferdepeitsche zu traktieren, bis ich das Bewusstsein verliere. Und Dulac hatte keinen Befehl, mich hungern zu lassen und zu misshandeln. Damals habe ich gelernt, dass Ritter gar nicht so ritterlich sind. Oh Scheiße, das ist heftig. Aber da könnte man sich vorstellen, warum sie das gemacht hat. Das erklärt einiges. Schockierend, nicht wahr? Dein Urteil stand sicher schon fest. Ohne so Leute, jetzt tun wir nochmal. Erzähl mir von diesem Ort. Erzähl mir mehr über diesen Ort. Er ist eine Illusion, nicht wahr? Ja, von Artorius Vigo. Anna Henrietta und ich kamen immer her und spielten unsere Lieblingsmärchen. Die Hexe wirkte aber nicht, als hätte sie gespielt. Magische Entropie. Ohne Pflege verwildert der Zauber mit der Zeit. Deine Schwester hat dir aber ein gefährliches Gefängnis ausgesucht. Das täuscht. Wenn ich die Märchenfiguren nicht provoziere, tun sie mir nichts. Aber du... Okay, Leute. Aber ich denke, somit sagt euer Peter Gaming wieder Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.